Reinhard Novak und Eva Billesig sind die Hauptakteure in einem Kurzfilm, der im Wiener Topkino Premiere hatte. Das Außergewöhnliche an diesem Film, der Regisseur ist erst 16 Jahre jung. Der Wiener Gymnasiast scheint ein filmisches Ausnahmetalent zu sein. Die abenteuerliche Reise einer Euromünze, das ist Preise. Ein actionreicher 12-minütiger Kurzfilm von Johann Gavrilovic, einem Gymnasiasten aus Wien. Geld her. Was willst du? Das Geld. Heute ist Freitag. Das Geld liegt auf der Bank. Na super, also ich muss wirklich gratulieren, ein 16-Jähriger, der sowas zusammenstellt, erstens einmal das schreibt, ja, weil die Idee ist ja echt super. Ich finde das extrem beeindruckend. Und ich glaube, das ist auch total schwierig, mit Schauspielern zu arbeiten, wenn du so jung bist. Und es sind namhafte Akteure, die der Jungregisseur für sein Projekt gewinnen konnte. Noch dazu ohne Gage. Schauen wir, was sie machen. Im Vorhinein wussten die prominenten Schauspieler noch nicht wirklich, dass es ein Jugendlicher ist. Ich habe ihnen mal das Drehbuch geschickt. Und dann bei der ersten Probe bin ich aufgetreten und wo ist der Regisseur? Ja, bin ich, ja. Der Wolf! Er war für sein Alter eigentlich sehr tough. Also die, und er hat schon sehr konkrete Vorstellungen gehabt, wie das zu sein hat. So wollte Johann Gavrilovic in seinem Erstlingswerk auch nur mit den besten Akteuren arbeiten. Ich habe mich auch geehrt gefühlt, dass das geklappt hat mit dem Casting und bin sehr froh, dass ich dabei bin. Cool. Noch einmal? Es war spannend und ich habe gesagt, schaut, dass es schon aus ist. Aber der Johann hat gesagt, genauso sollte es sein. Dem Kurzfilm will der 16-jährige Filmemacher vorerst auch noch treu bleiben. Ich arbeite an Drehbüchern und einen Langspielfilm werde ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit lassen. Zumindest steht Preise schon auf einer Tafel mit dem Oscar-Anwärter Das Weiße Band. Wenn das kein gutes Omen ist. Na, aber sicher doch. Schöne Sache.